So, Leute, wir sind wieder in unserer Promo, was heißt, das Game ist over. Das ist jetzt, glaube ich, die siebte Promo, ohne Witz, die siebte Promo, Platin 1. Und ich wette, bisher waren alle Promos, ich schwöre, ich bin 100% ehrlich, ich mache jetzt nicht irgendwie auf, mein Team intet immer, aber mein Team intet immer. Also wirklich, ich schwöre auf alle, ein paar von mir, von euch haben auch gesehen, meine Promos. Alle meine Platin 1 Promos sind in. Das Game ist over, bevor überhaupt irgendwas gemacht werden kann. So, meine Freunde. Also, wir fassen zusammen. Ich habe in diesem Game Diana gepickt. Warum? Keine Ahnung. Weil ich Bock drauf hatte oder weil... Ich glaube, Vladimir war gebannt und Talon wollte ich auch nicht picken. Und irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ne? Also. Was passiert? Okay. Eine Frage an euch erstmal. Was denkt ihr Diana Midlane? Ne? Ein paar von euch kennen sie, ein paar nicht. Wie würdet ihr sagen, wie viel Potenzial hat eine Diana im Early Game? Sollte man sich darauf fokussieren, für sie zu ganken? Und denkt ihr, es macht irgendwie Sinn? Grundsätzlich muss man sagen, jein. Offensichtlich macht es absolut gar keinen Sinn, für eine Diana zu ganken, weil Diana hat nichts. Sie hat nichts. Ne? Sie braucht Level 6. Sie kann da mit ihren Kill auf der Lane zu machen, ist so gut wie unmöglich. Das Einzige, also bis Level 6. Das Einzige, wir reden von vor Level 6. Das Einzige, was Sinn machen würde, für sie zu ganken, ist, damit sie ein bisschen besser durch die Laning Phase kommt. Das würde Sinn machen, ja. Das heißt, hey, naja, der hat gerade Probleme, ich helfe ihm so ein bisschen, ich greife ihm unter die Arme. So, gucken wir uns doch einfach mal dieses Spiel an, ne? Wir fangen an, gleich, irgendwann. So. Also hier ist meine Diana, sogar mit dem Windskin, Leute, glaube ich. Oder ist es der Windskin? Ne, ich glaube, es ist ein anderer Skin, Leute. Naja, wir spielen hier, wir spielen hier, wir spielen hier, das ist auch alles schön und gut. Wir spielen hier, wir spielen hier, wir spielen hier, wir farmen. Ist auch alles schön und gut, ne? Es geht ein bisschen voran. So, jetzt langsam geht's gleich los. Jetzt gleich. Es fängt gleich schon an, Leute. Das gleich fängt schon an. So, pass auf. Jetzt geht's nämlich los. Erstmal haben wir Sejuani gegen Zac im Jungle. Grundsätzlich erstmal eine Idee, die okay ist. Beide sind Level 3. Er hat relativ wenig HP, 50%. Beide Midlaner sind useless. Man muss dazu sagen, dass Kassadin genauso scheiße ist wie Diana im Early Game. Muss man jetzt mal dazu sagen, was mache ich hier? Okay, was passiert? Er battelt ihn hier. Er battelt ihn, er battelt ihn, er battelt ihn. Ja, das ist okay, er battelt ihn. Er friert ihn auch ein, das ist cool. Ja, ich war mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich ihnen da wirklich helfen kann, soll, weil ich laufe dahin. Also ich bin bei sowas sehr skeptisch, was Diana angeht. Ich laufe dahin und der Gegner geht weg. Ja, ich kann legit nichts machen, legit. Ne? Und deswegen habe ich mich hier, ich glaube, ich bin noch hingegangen, aber sehr spät. Ne? Ich wollte erst durchpushen. Wir gehen quasi beide gleichzeitig hin. Hierum geht es auch gar nicht eigentlich. Hierum geht es gar nicht zwingend. Ne? Aber ich gehe da hin. So, er geht hier noch ein bisschen YOLO weiter rein. Im Prinzip, ja, das hier ist halt... Na, jetzt, Leute, ich habe gerade in diesem Moment alles getan, was ich machen konnte. Minimap frei ist echt uninteressant, glaube ich. Aber ich mache es okay. Aber ist uninteressant. So, ich habe in diesem Moment alles getan, was ich machen konnte. Guckt euch meine Spells an. Können wir die gucken? Okay, das ist noch nicht auf cool, aber ihr seht hier, meine Q fliegt auf ihn drauf. Das ist alles, was... Okay, ich habe noch meine E, aber... Darum geht es aber auch gar nicht in diesem Game hier, ne? Muss dazu gesagt sein, ne? Er läuft weg. Na, er stirbt komplett dumm, muss man sagen. Ne? Hiernach hat er mich schon mal geflamed. Also, das war aber noch... Ist noch gar nicht das Schlimme, Leute. Aber hier hat mich Sejuani schon geflamed. Hätte ich hier was anders machen können? Ich hätte ein bisschen früher hinlaufen können, aber... Das Ding bei diesen Hinlaufsituationen ist immer, diese Battles funktionieren nur so lange, wie keiner dazukommt. Ne, das ist immer, was die Leute nicht verstehen. Ne, der Zac hat nur mit der Sejuani gebattelt, weil es ein 1-on-1 war. Wäre ich nur annähernd dahin gegangen, wäre Zac sofort weggegangen. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Ne? Also ganz oft bei solchen Situationen. Ne? Dann wollen zwei chasen und du entscheidest dich nicht hinterher zu gehen, weil du eh nicht hinterher kommst. Und dann dreht der Gegner um und battelt deinen um, aber nur deswegen, weil... du nicht mitgechased bist. Wärst du mitgechased, dann wäre auch weiter weg. Aber egal. Weiter geht's. Na, hier war schon mal Holland in the Note so ein bisschen. Ich hab aber auch nichts gesagt. Ne? Ich habe nicht geflamed, ich habe gar nichts gesagt. Ne? Hätte es mit Flash eh gereicht? Nein. Leute, wir müssen ja mal überlegen, dass Kassadin auch einen Flash hat. Ne? Man muss mal irgendwann versuchen zu überlegen, okay, der Gegner hat Flash, das macht keinen Sinn, da jetzt drauf zu gehen. Ne? Aber gut, das ist auch gar nicht das Schlimme. Ich habe nicht geflamed, jeder macht Fehler. Ist absolut nicht wild. Gar kein Flame. Kassadin mit Double Buff ist etwas scheiße. Aber es ist halt so. Ne? Ich habe wirklich kein Wort gesagt. Das ist jetzt doof, muss ich sofort flashen. Hätte ich übrigens hier an dieser Stelle mit der E unterbringen können. Das ist gar nicht so einfach, weil die E echt lange dauert. Also. Ne? Das ist auch gar nicht so schlimm. Ich überlebe das, glaube ich. Ne? Ihr seht, auch Kassadin geht hier nicht komplett YOLO für sowas. Ne? Der hat immer noch Flash ready. Ja, wer jetzt allerdings YOLO geht, ist Sejuani.
Das müssen wir vielleicht nochmal zurückspulen. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. So. Also. So. Gucken wir uns das doch mal an. Erstmal. Dieser Spieler hier. Ne? Ist sogar Sejuani Main jetzt. Ne? Das ist schon mal Also, kann man drüber diskutieren. Ne? Der Flash hat nicht gesessen. Sie ist Level 3 gegen 2 Level 4er. Sind beide super low. Der Greed ist da. Ne? Geile W, Doppel-W. Würdet ihr... Also das jetzt erstmal sieht grundsätzlich nicht schlecht aus, ne? Zwei Stacks, ich meine, okay, sie braucht vier. Würdet ihr an meiner Stelle, was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun? So, wir gucken mal, was habe ich. Ich habe 19 Mana, eine Q kostet 55. Ich habe kein Mana-Regenerations-Item. Ich habe kein Leben, ich habe nichts. Ich habe nichts. Würdet ihr da jetzt hingehen oder nicht? Die Chance, dass ich gegen einen Sekt, der noch Passive hat, und ein Kassadin, der noch Flash hat, der Flash mich an, macht WQ und ich bin tot. Eventuell sogar nur Q. Ne? Was tun? Ne? Ab diesem Moment hat die Sejuani mich so krass geflamed. Also sie hat mich... ihr wollt wissen, wie hart sie mich geflamed hat? Da ist sie mir eine Zeit lang hinterhergerannt, weil sie das ganz lustig fand, aber dann dachte sie doch, nee, lieber rein. Und da frage ich mich wirklich, und das sind Flamer, Leute, das müsst ihr euch immer im Kopf halten. Das sind Flamer, das sind Leute, die denken, dass sie alles wüssten, aber keine Ahnung vom Spiel haben. Na, deswegen müsst ihr immer euch bewusst sein, dass Flamer die letzten Spastis sind, die keine Ahnung von nichts haben. Das Game war legit. Das hätten wir so krass gewonnen. Ich meine, es steht 15, aber ich glaube, das wäre echt ein Free-Win gewesen. Ganz ehrlich. Aber. Also, er hat mir wirklich die Schuld für dieses Game gegeben. Mir. Ne? Dass ich ihm nicht geholfen habe zu dieser Stelle. Das müsst ihr euch einfach mal vor Augen halten, Leute. Das ist der Inbegriff von Run It Down, ja. Ich hätte bei kein... Ich meine... Wäre ich ein anderer Champion gewesen und hätte irgendein Spell, der... Ich bin immer der, der immer mit auf der Lane ist. Ich bin der, der noch mit einem HP versucht, den Teammate zu helfen. Diese Person bin ich. Aber wenn ich 17 Mana habe und 3% Life oder 5%, während ein Kassadin noch Flash ready hat mit Double Buffs und ein Zac, der seine Passive hat, also tut mir leid, dann ist das wirklich... einfach nur richtig beschissen. War das ein Promo-Game? Das war ein Promo-Game. Das war ein Promo-Game, Leute. Und das hier ist, glaube ich, auch mal ein Promo-Game. Ich weiß nicht, ob es in derselben Promo war. Eventuell war es sogar in derselben. Es könnte sogar echt sein. Das Spiel wäre übrigens auch richtig einfach gewesen. Ne? Das Problem an diesem Spiel ist übrigens, hier haben wir auch wieder diesen Kane 4 für Effekt. Bitte, Leute, geht auf... Guck mal, wir haben keinen Tank in unserem Team, ja? Wir haben, okay, man kann es zweierlei Hinsicht rechnen. Das eine ist, wir haben keinen Tank im Team. Denn Kane kann sich entscheiden, wir haben keinen Tank, ich bin der Tank. Das wäre richtig, richtig geil. No money for a knife, vielen, vielen Dank dir für deinen Sub. Ja, das heißt, er denkt sich, das wäre richtig, richtig geil. Hier kommt schon mal der erste Gank, das ist wichtig. Das wird wichtig sein. Ja, also... könnte man sagen, ich werde der Tank für euer Team, ich bin dein Mann. Man könnte aber auch sagen, so hat er argumentiert, okay, die Gegner haben auch keinen Tank. Das ist sogar halbwegs richtig, wenn die, gegen dieses Team kann man Shadow Assassin spielen. Ja, ich meine, gegen der Janna ist es nie richtig gut, aber das wäre sogar legit okay. Aber man könnte halt auch einfach sagen, okay, ne, beide Teams haben keinen Tank, dann haben wir wenigstens einen. Also, damit wir einen haben, damit wir nicht mehr keinen haben, ne. Ja, also sie wurde gegankt auf der Toplane, ist ein bisschen mad. Ne, das Ding ist, dass Graves... sehr, sehr gankfreudig war. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal kommt, aber er hat wirklich sehr, sehr oft die Toplane gegankt. Ja, das heißt, er hat gesagt so, die Kasse war ein Smurf. 70% Winrate oder 80, glaube ich sogar.
Na, da kommt der nächste Gank. Sie kriegt sogar einen Kill bei dem Gank, ne? Weil er vielleicht ein guter Spieler ist. Er pingt aber schon, ne? Und er schreibt jetzt, in diesem Moment schreibt er, obwohl er einen Kill beim Gank bekommen hat, Kane, Gank jetzt Toplane. Ansonsten werde ich Midlane runterlaufen. Also er hat sich sehr, sehr gewehrt. Das war auch noch so dieser Übergang, glaube ich. Dieser Übergang zu, ich laufe jetzt schon mal die Mitte runter, aber vielleicht mache ich noch was, aber das. Also man sieht, der Wille ist noch da, aber für einen Spieler, der 80% Winrate hat, sieht das nicht mehr aus, ne? Also es ist schon, das ist schon Tilt. Ich meine, allein, dass sie in der Mitte ist, sie ist ein Top-Laner. Na, es geht schon in diese Richtung, ne? Aber ich meine, er farmt immerhin noch, aber auch nur sehr widerwillig, wenn man das so möchte. Ne? Das ist halt, ja, also. Das Game übrigens wäre, glaube ich, free gewesen. Also das Game, nee, das andere Game, das Hedroni Game, war, glaube ich, so legit hard. Aber das hier wäre free gewesen. Weil wir haben uns richtig, obwohl sie krass rein ist, haben wir uns richtig gut geschlagen im Game. Ne? Wir haben uns richtig, richtig gut geschlagen. Noch richtig lange, ne? Das Krasseste ist, es hat niemand was geschrieben. Niemand, das ganze Game nicht. Das ist auch wichtig, ne? Solche Leute wollen Aufmerksamkeit. Die dürft ihr denen nicht geben, ne? Es hat keiner was geschrieben. Okay, ich habe Kane geflamed, Leute. Weil er jetzt nach gleich 18 Minuten auf Shadow Assassin geht. Oder ist er schon Shadow Assassin? Ne, dann ändert sich das Bild, oder? Also dafür habe ich ihn geflamed. Weil er fucking Shadow Assassin geht, was ich nicht verstehe. Also ich glaube, er ist schon Shadow Assassin, oder? Ist das Bild? Dann müssen wir gleich mal gucken. Ja. Ja, ist er schon, okay. Naja, das ist halt, ist sie schon wieder tot? Achso. Okay, da ist sie. Ja, okay, da kommt sie. Na, das ist halt, das sind, also ich habe von meinen letzten 20 Games 17 gewonnen. Oder 16. Ich glaube 17. Und das waren zwei von den Losers. Naja, ist halt schade. Ich glaube, das geht noch bis 1.13 oder so. Aber wie lang, guck mal, es steht 19, 15, obwohl wir eine Person haben, die komplett, wir haben den Xerath, der 7-1 ist, 7-1. Wir haben den Kane, der zugegeben Darken hätte gehen sollen. Bei mir ging halt nichts, weil, also bei, die Kate hat halt so viele Kills bekommen. Aber trotzdem, ich habe versucht zu farmen. Ich habe wirklich alles in meiner Macht getan, um irgendwie das Game am Leben zu halten, ne? Aber ich verstehe das nicht. Ne, das war 19, 15, wenn einer 1-9-1 im Team ist. Und das wird halt noch mehr. 1.10, glaub 1.12 oder sowas geht es schon, ne? Schade. Schade, schade, schade.